wir reden heute über drei Sachen, die im Rückruf sehr, sehr wichtig sind, worauf man achten muss. Das erste ist, nicht verlangen, bevor man nicht trainiert hat. Was heißt das denn jetzt? Ich meine, ich bringe dem Hund etwas bei, während ich mit ihm trainiere, verlange ich ja etwas von ihm. Nein, das tut man tatsächlich nicht. Man verlangt in dem Augenblick, wenn der Hund beispielsweise auf einer Hundewiese ist, mit seinen Hundefreunden spielt, der oder die Halterin jetzt nach Hause gehen müssen und dann den Hund abrufen. Und genau da verlangt man. Während des Trainings verlangt man nicht, weil da ist man offen auch für Fehler. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man das wirklich kontinuierlich trainiert. Und wenn es mal nicht funktioniert, ist man dann nicht enttäuscht und sauer oder frustriert oder wütend oder gerät in Stress. Und dementsprechend in dieser Trainingsphase würde ich immer sagen, zieht dem Hund eine Schleppleine an, dass man gegebenenfalls nachgreifen kann. Das Zweite beim Rückruf ist die Stimmlage. Mit welcher Stimme rufe ich? Die meisten Menschen sind dann tatsächlich so gefangen in ihre eigenen Emotionen, dass das die Stimme verändert. Man ist dann verärgert oder ängstlich. Oh Gott, ich habe jetzt den Hund von alleine gemacht und der pest jetzt los. Und da kommen jetzt andere Leute, Jogger, Radfahrer. Dafür gibt es unter anderem eine Pfeife, eine Hundepfeife. Sie ist natürlich erstmal emotionsfrei, das ist schon mal gut, aber das Blöde daran ist, man ist immer angewiesen auf etwas, was man vielleicht auch mal zu Hause liegen lässt. Deswegen ist es enorm wichtig, dass man auf die Stimme achtet. Welche einladende Stimme habe ich? Und wenn ich meine Hunde beispielsweise jetzt rufe, ich rufe jetzt beispielsweise mein Mädchen. Mädchen! Hii! Super Papi! Und da weiß mein Mädchen, ich will eigentlich nur was Positives von ihr. Jetzt kommen wir schon zur dritten Sache, und zwar, vielleicht habt ihr das gerade gesehen? Ich habe gewunken. Das liegt daran, dass der Hund erstmal registrieren muss, woher kommt diese Stimme, woher kommt der Laut. Für den Hund ist das unglaublich schwer nachzuvollziehen, woher diese Stimme kommt, weil er das Ganze wie eine Art Teppich ansieht. Das Auge des Hundes ist so konzipiert, dass aus diesem Teppich, wenn etwas da rausspringt, wie eine Beute, eine Maus, ein Hase beispielsweise, dass er diese Beute sofort erfasst in der Morgendämmerung, in den Abendstunden. Und dementsprechend, wenn wir jetzt einfach still stehen wie ein Baum und bewegen uns nicht und wir rufen, kann der Hund das vielleicht nicht registrieren. Und dementsprechend winke ich einmal, der Hund weiß alles klar, der Typ hat gerufen und dann kommen sie zu mir. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Abonniert den Kanal. Habt ihr irgendwelche Themen, die ich hier besprechen soll? Dann schreibt mir das doch einfach in den Kommentaren. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Ciao.